Der Wochenrückblick vom 27. Juni bis 3. Juli 2016. Diebstahl einer Dachrinne in Niedertraubling. Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom Donnerstag, den 30.06.20 Uhr bis Freitag, den 1.07.2016 10 Uhr in Niedertraubling in der Hofmarktstraße von einer Scheune den Teil einer Dachrinne. Der Täter lehnte eine Leiter an eine Hauswand und entfernte so die Kupferdachrinne auf einer Länge von 15 Metern. Auf der anderen Seite der Scheune entfernte der Täter dann noch ein Fallrohr. Der Diebessachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling unter der unten eingeblendeten Telefonnummer entgegen. Ja, am 30.07. feiern wir im Autohaus Dressler unser 10-jähriges Ford-Jubiläum, wobei wir Sie alle recht herzlich einladen wollen. Wir haben für Jung und Alt ein buntes Programm mit Live-Musik, Essen und Trinken ist natürlich dabei und unsere komplette Ford-Palette wird zur Schau gestellt, sowie Probefahrten mit dem Mustang und eventuell mit dem Ford Focus RS. Auf euer Kommen freut sich das Autohaus Dressler. Am Freitag, den 1. Juli, fand auf dem Gelände des Airports in Obertraubling wieder das Oldtimer-Treffen, das Klassiker-Meet, statt. Zahlreiche Besucher waren wieder vor Ort und bestaunten die Oldtimer. We'll be right back.
Ausflucht.